Während Thomas sich mit Hilfe seines Vaters auf die erste Prüfung des Tages vorbereitet, ist Pflegerin Klaske schon dabei, das nächste Pferd fertig zu machen. Für jedes Pferd steht eine individuell zusammengestellte Ausrüstung bereit. Sehr intensiv beschäftigt sich der Reiter mit dem richtigen Equipment für jedes einzelne Pferd. Testet immer wieder, wie er seine Hilfengebung und auch die Ausrüstung optimal auf sich und das Pferd einstellen kann, um möglichst harmonisch und zielgerichtet zu reiten. Im Idealfall ist der Reiter und das Pferd eine Einheit. Das heißt also wirklich, dass im Idealfall verschmelzen beide zusammen und der Reiter versucht, seinem Pferd den Parcours so einfach wie möglich zu gestalten. Die einen Pferde von Natur aus rennen vielleicht ein bisschen in den Sprung rein oder die anderen bleiben halt ein bisschen weg. Das heißt also, je feiner das Equipment auf das Reiter-Pferd-Paar eingestellt ist, desto weniger Kraftaufwand wird gebraucht und desto weniger grobes Reiten sieht man. Das heißt also, ein wirklich richtig gut eingestelltes Paar, da kann man wirklich ganz leicht reiten und mit sehr, sehr feinen Hilfen vom Bein und von der Hand seinem Pferd die Hilfen signalisieren, die man braucht. Und das kommt natürlich dem Pferd auch sehr zugute. Wenn man nachher diese doch schwierigen, anspruchsvollen Parcours reitet, wo die Hindernisse sehr schwer sind, die erlaubte Zeit knapp ist und die technischen Anforderungen der Distanzen schwierig sind, ist es schon schwer genug, da erstmal null rüber zu reiten. Wenn man aber dann noch konkurrenzfähig sein will, muss man natürlich dann noch einen Gang raufschalten. Also das heißt, die Geschwindigkeit noch mehr erhöhen, die Wege kürzer wählen. Und da ist jede kleine Störung mit der Hand, jede kleine Störung mit dem Bein, bringt den Rhythmus durcheinander, bringt das Pferd durcheinander, lenkt natürlich auch vom Sprung ab, gar keine Frage. Und man verliert auch einfach Zeit. Jeder Ritt wird auf Videokamera festgehalten. So kann der Springreiter seinen Ritt im Nachhinein noch einmal analysieren und Änderungen an seiner Reitweise, dem Equipment oder den noch geplanten Prüfungen vornehmen. Auch am eigenen Reitstil arbeitet der 28-Jährige immer wieder. Also es ist sehr wichtig, dass man nicht zu sehr in eine Schiene kommt. Dass wir als Reiter immer wieder neutral werden können, dass wir unser ganzes Spektrum auch in uns halten. Das heißt, dass wir nach wie vor, auch wenn wir 5 starke Pferde mal eine Zeit lang hatten und wir uns auf ein leichtrittiges Pferd setzen, dass wir dann nicht da mit grober Hand rangehen. Zum Beispiel, und klar, wenn ich meine Videos analysiere, mit neuen Pferden fokussiere ich mich natürlich erstmal auf die Pferde, weil ich die erstmal in die richtige Richtung bringen muss und ich da erstmal den Schlüssel zu finden muss. Wenn dann diese Kennenlernphase und diese Einstellungsphase durch ist, dann ist es auch ganz, ganz wichtig, immer wieder kritisch an seine eigene Reiterei ranzugehen. Das heißt, sich immer wieder selber zu überarbeiten und auch einfach seine Fehler zu akzeptieren. Die Entwicklung eines Reiters hört eigentlich nie auf. Selbst wenn man sich mit top internationalen, hocherfolgreichen Reitern unterhält, die feilen wirklich tagtäglich noch an ihrer Arbeit und an ihrer Reiterei und experimentieren rum. Versuchen die Zügellänge manchmal ein bisschen zu verändern oder die Bügellänge oder ihren Sitz. Also modernisieren ihren Reitstil eigentlich ständig und das ist auch sehr wichtig. Erfahrt im nächsten Teil, wie wichtig Thomas bei seiner Arbeit das Vertrauen zwischen Pferd und Reiter ist.